So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal haben wir das P-Switch-Dings da hinten gemacht mit dem Boden und so zum Verschieben. Jetzt haben wir Blossom Garden Gate vor uns, welches uns dann hoffentlich, glaube ich, die Welt nach oben eröffnet. Wo dann ein sehr interessantes Level kommt, auf das ich auch schon sehr gespannt bin, was ich auch noch so ein bisschen kenne. Aber man hat ja, glaube ich, gemerkt, also viele Level hier kannte ich auch schon gar nicht mehr, obwohl ich die Demo mal so ein bisschen gesehen hatte. Also, da ist ganz viel, was ich nicht mehr kenne. Auch Blossom Garden Gate weiß ich jetzt gerade gar nicht, was mich da erwartet. Wir gucken rein und wir werden es rausfinden. Let's go. This is the gateway into Blossom Gardens. Normally it's just Boone's brother that lives here. What's going on? Boone, someone attacked our home and forced us to retreat to here. I don't know who, but you shouldn't go there, Boone. Think in common sense. Okay. Ach, das ist nur... Ach, das ist gar kein Le... I was visiting from out of town when we got attacked, so I came here. Do you think I should ask her out? Haha, just kidding. Unless... Okay, warte, er will's... Was sind denn diese alles für Charaktere? Boone Babe, someone attacked our home. Everyone escaped besides Mona. I'm worried about him. Go talk to Kuma the Bear. He's so more than me. Ja, wenn das Kuma ist, ist das okay. Aber das ist... Boone, my cave was attacked by a team of rogue forum moderators. Okay, das sind wahrscheinlich halt irgendwelche Insider, die man kennen könnte. Nicht? I saw their leader go into a fortress. Stop them so I can go look for bait. Bruder? Was willst du? Hey Boone, can't talk right now. These guys said I can help them look out for forum moderators. They will bump my post. Pick up, pick up. Okay, das muss irgendwas mit dem Forum zu tun haben. Wovon ich natürlich keine Ahnung habe. I'm the first of the Conga Triplets. Mona may be gone, but at least you can still listen to my song to help you go on. Wir lesen es mal kurz, aber ich habe nicht viel Beziehung dazu. I'm the second of the Conga Triplets from Moderators. I'm the third, I may be the last, but I still have a blast when they don't bully me for it. Hallo. Boone, I will not let you continue unless you have 10 exits and you have passed my test. This is for your own safety, little brother. Okay. Ach so, hier darf ich nicht. Okay, ich muss erst. Seinen Test muss ich spielen, so. Aber die Exits habe ich ja zusammen. Was ist hier drin? Gar nichts, oder wie? Okay, muss ich in die Röhre dann. Na gut. Gänge mal in die Röhre. Okay, das ist jetzt der Test. Oh mein Gott, das ist ja von VVVVV. Ich dachte jetzt, das portet mich zurück oder so. Ah ja, tut es auch. Ach Gott, aber anders als ich mir das vorgestellt habe. Uiuiui. Aber ich muss bestimmt das mit Spinjump machen. Deswegen ist er da so eine lila Münze. Und dann darüber. Uiuiuiui. Okay, das kann ich noch gar nicht abschätzen. Okay. Jetzt kann ich schon besser abschätzen. Ja, moin. Oh Gott. Aber hier schon wieder, ne? Das ist VVV. Da hätte die VVV-Mucke doch super gepasst. Warum macht man nicht die thematische Musik dort, wo sie... Also, ne? Wenn man schon ein Spiel sozusagen covert, in Anführungszeichen, oder ein Gimmick von einem Spiel, oder ein Gimmick, das aus einem Spiel bekannt ist, dann könnte man doch auch diese Musik verwenden. Das würde so... Es würde irgendwie besser passen. Ich meine, ich habe nichts gegen das Lied. Ich meine, vielleicht kommen ja auch noch mehr. Vielleicht ist ja nicht nur so eine Challenge, sondern es kommt alles Mögliche. Weiß ich nicht. Dann passt ein allgemeines Challenge-Lied ja ganz gut. Es ist ja ein Challenge-Lied, also das ist es definitiv. Okay, so, jetzt läuft das Ding los. Das habe ich mir gedacht. Ja, das hätte ich wegmachen müssen. Jetzt hätte ich die noch gebraucht.
Upp. Okay, da drüben könnte... Da muss ich dann klein werden und vielleicht könnte da dann gleich der Midway kommen. Könnte ich mir fast vorstellen. Wobei das fast ein bisschen bald wäre. Also das wäre fast ein bisschen bald für den Midway. Aber ich hätte nichts dagegen. Das ist jetzt mal einfach mal Wunschdenken. Ach Mist. Ist einfach mal Wunschdenken jetzt. Mann! Treff nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall jedes Mal ein Stückchen voran. Und das ist immer gut. So. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Lied, da glaube ich, dass das nicht in der normalen ROM... Weiß ich nicht, weil ich habe das noch nie in SMW gehört. Vielleicht wurde das dann auch geportet zusätzlich, aber keine Ahnung. So, jetzt aber. Nein, jetzt bin ich dagegen gerammelt. So, dann gehe ich da drauf und dann geht's da unten weiter. Eieiei. Halt, das war falsch. Ah. Also mein Wunschdenken bleibt nach der engen Passage Midway. Mal gucken. Muss aber nicht sein, also ist ja nur... Ach, komm schon. Hilfe. Ja, diese E-Mail. Nein, ich krieg... Komm nicht dran vorbei, ohne zu... An irgendwas verrecke ich immer hier. Frech. Frech, frech, frech. No! Du geh doch kaputt. Oh, mir fällt gerade was auf. Kann ich da ein bisschen chillen sogar? Oder hängt die Pflanze nachher fest? Wir probieren mal was. Müsst ihr hin und her können? Oder hängt die da fest? Ah, die hängt da fest. Okay. Ja, dann kann ich nicht hin und her. Natürlich ärgerlich. Okay. Mist. Ah! Okay. Nein, ach Mann. Ja, und dann da unten durch. So, da muss ich halt dann, wenn ich groß bin, da wäre ich ja halt dann getroffen und dann muss ich mit meinen Invincible Frames muss ich da durch. Dass ich das nicht treffe vernünftig, das nervt mich. Also, größtes Problem bisher die Stelle mit der Pflanze. Alles andere ist was, was wir nicht konstant schaffen, aber wir schaffen es grundsätzlich. Also wir haben da keine Fragen. Bei der Stelle mit der Pflanze habe ich noch Fragen. Drücken wir es mal so aus. Hm. Ah, Mann!
Ich hab doch keine Zeit. Ich will doch hier was erreichen in dem Part. Nein! Oh, ich... Oh, ich bin immer zu schnell. Das ist doch scheiße. Ach, jetzt... Okay. Nein, jetzt hätte ich da drauf gemusst. Und dann geht's aber hier weiter, dann hier. Wait, wie geht's denn dann weiter? Da oben rassel ich ja voll rein. Wait. Wie geht's dann weiter? Da oben rassel ich voll rein. Geht das überhaupt so? Ich meine, sind die manche nicht viel zu hoch für das, was ich davor, was ich da machen soll? Hä? Das muss ich erstmal verstehen. Das muss ich erstmal verstehen. Okay. Scheiße. Und dann hätte ich da rein. Okay, und dann da rein. Gut. Gut, verstanden. Es hat nur so gewirkt, als ob die zu weit weg wären, sind sie aber nicht. Passt, ist in Ordnung. Haut hin. Ich hätte jetzt sogar weitergehen können. Also, wenn ich jetzt nicht komplett dumm gewesen wäre, hätte ich weitergehen können. Okay. Das ist dann definitiv Progress. Das war kein Progress. Mist. Oh, ich musste mich... Oh, ja, jetzt muss ich mich kurz jucken. Kratzen. Denkbar ungünstigster Moment, aber es hat sich leider nicht vermeiden lassen. Ah, lass mich bitte wenigstens zum Midway kommen in dem Part. Das wäre schon mal was. Ach nö. Ich meine, wir haben auch ein bisschen was vom Level jetzt an sich schon gesehen. Also ein bisschen Content haben wir, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen könnte, ich bin aktuell zufrieden. Mit dem, was wir hier... Okay. Jetzt... Nein! Und oh, da muss ich... da brauche ich mehr Schwung. Ach so, ich muss die Taste gedrückt halten. Ah. Dang it. Verstanden. Jetzt! Lauf! Oh, yes, da ist mein Midway. Okay, was ist jetzt los? What? Ach so, ja, verstanden. Okay, nicht so. Nicht so, oh Gott, ich darf nicht da hoch. Also nicht so hoch. Nicht... Pff. Jo, wie verhindere ich das denn? Okay,
Okay, so. Oder wohin soll ich denn jetzt? Oh, ich hätte wahrscheinlich den nutzen sollen, um darüber zu kommen. Oi. Ja, irgendwie so. Ja, okay, genau so. Aber war jetzt wieder extrem kurz bis zum Midway, dann bin ich guter Dinge, dass auch der zweite Abschnitt nicht allzu lange sein wird. So, das ist der das ist das übliche Gimmick, wie es auch in VVV vorkam. Ich muss es nur erst wieder verstehen. Wer VVVVVVV, also es sind 6V, übrigens nicht kennt, habe ich auch Let's Played. Da dürft ihr euch gerne anschauen. Ist schon ewig her, aber es ist ein gutes Spiel. Oder ihr spielt selber, so, natürlich. Bevor ich Leute zu meinen Let's Plays schicke, sollten sie das mal selber spielen. Das ist nämlich ein Spiel, das hat es verdient, selbst gespielt zu werden. Sehr gutes Spiel. Sehr gute Musik vor allem auch. Also, absolute Empfehlung. Man hat es auch recht schnell durch. Also, es ist, je nachdem, was man alles machen möchte, kommt man da recht fix durch. Okay, da muss ich... Okay, ja, verstanden. Mhm. Ah, die darf ich nicht mitnehmen. Denen muss ich ausweichen. Wow. Ah. Aber ich muss sagen, es läuft, denke ich, ganz gut. Also, insgesamt läuft es, denke ich, ganz gut jetzt. Der zweite Teil spielt sich schon wieder deutlich angenehmer als der erste Teil. Also zumindest habe ich bisher keine Fragen. Ich weiß ja, was ich tun muss. Ich muss es nur noch umsetzen erstmal. Aktuell habe ich jetzt keine Stelle, wo ich sage, ich weiß nicht, wie sie geht. Also ganz anders als vorhin bei der Pflanze. Da war ich mir eine Zeit lang echt unsicher, wie ich die spielen soll. Aber hier weiß ich ja, was ich machen soll. Ich krieg's noch nicht hin. Das ist ein Unterschied. Zu wissen, was man tun soll und es nur nicht hinbekommen, nochmal was ganz was anderes und deutlich angenehmer, als nicht zu wissen, was man tun soll und deswegen nicht weiterzukommen. So. Mist! Ich würde gerne wieder da... Oh, würde wieder da nach hinten kommen. Zu hoch. Zu hoch. Ja, okay, und jetzt ausweichen. Ja, und jetzt runter. Und jetzt rüber. Und dann ist hier die Röhre. Oh mein Gott, ist das das Ziel? Sick. Ach so, stimmt. Ziel ist ja Quatsch, aber wir kommen dann aus der Challenge wahrscheinlich wieder raus. Das ist die Challenge. Vom grünen Buhn. Keine Ahnung, wie man den hier nennen soll. Wie heißt der? Loon? Aber Boon heißt ja auch nicht Moon, so, weil Mario, L... Ach, ist ja egal. Ich nenne jetzt Loon, so. Hat er davon. Mist. Mist. So, sehr schön. Nein, das war zu bald. Da darf ich noch nicht allein drin landen. Okay. Aber es läuft. Also dann ist es ja echt, echt angenehm. Ja, und das nächste Level, das ist ein ganz spezielles... Also wenn es kommt, was ich denke, dann ist es ein ganz spezielles Level, auf das ich schon sehr gespannt bin. Ich sage aber mal noch nichts dazu.
Nein! Das ist wieder so eine Sache. Beim ersten Mal sind wir weitergekommen als jetzt. Das ist ärgerlich. Nein! Wieder eins zu bald erwischt. Aber wir kommen jetzt immer öfter hier... Nein! Immer öfter hier hin. Sehr schön. Ups. Wow, das war knapp, aber es passt. Oh, rüber. Nein. Mist. Mist. Ah, zu bald. Ah, zu bald. Aber das werden wir in dem Part auf jeden Fall noch schaffen. Da bin ich guter Dinge. Wir haben die Röhre ja schon gesehen. Ich muss nur wieder hinkommen und dann halt nicht am Schluss joken. Dann ist alles gut. Ah! Nein, der war wieder zu alt. Menno. Das war... Ja. Yes! Jetzt einfach nur noch runter. Nein! Und dann noch die... Ah, wait, muss ich dann nach oben drücken oder nach unten? Ich habe jetzt gerade nach unten gedrückt. Muss ich vielleicht nach oben drücken? Weil ich ja kopfüber bin. Oh, shit. Oh, shit, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ah, weil gerade hat nach unten nicht funktioniert. Und ich meine, ich hätte die Röhre eigentlich richtig berührt. Ah, vielleicht muss ich nach oben drücken. Ich muss beides ausprobieren. Problem ist, wenn es eine von beiden Tasten ist und ich einfach nur die Röhre nicht ordentlich erwische, dann weiß ich nicht, ob es jetzt an der Taste lag oder weil ich es nicht richtig erwischt habe. Ach, scheiße. Also jetzt gehen wir mal davon aus, nach unten ist es nicht, weil gerade hat nach unten nicht funktioniert. Es könnte aber auch gleichzeitig sein, dass ich nicht exakt an der Röhre dran war. Ich versuche mal nach oben zu drücken beim nächsten Mal. Ah, ärgerlich. Aber theoretisch, ich meine, ich falle ja nach unten, dann müsste die Taste nach oben es sein. Zumindest im Manager, im Mario Maker wäre es so. Wie ist es in SMW, wenn ich, also, ich bin halt in SMW normalerweise nicht kopfüber, so, das Gimmick gibt es hier effektiv nicht. Dreht sich dann auch die Dings um, was in die Röhre gehen angeht? Ich meine, theoretisch ja, ne? Ach, ich weiß es nicht, scheiße. Weiß nicht, ob's... Ah, fuck. Ja, für gewöhnlich steht Mario halt nicht Kopf in SMW. Mist. Aber ich muss hier erstmal wieder hinkommen. Umso ärgerlicher, dass ich da nicht hundertprozentig weiß, wie es aufgeht. Ah, scheiße. Da wäre ein Hinweis ganz nett. Ist da irgendwo ein Pfeil, den ich nicht gesehen habe? Sonst macht er doch auch überall so Pfeile hin und so Sachen. Also das wäre wirklich ganz nett zu wissen. Weil die Logik sagt, ich muss nach oben drücken. Also probieren wir es aus. Zu hoch. Ah. Oh, ich dachte nicht, dass ich den erwische. Ups. So, kommen wir jetzt mal wieder hin. Ja,
Okay, ich hab's nicht erwischt. Ich hab's nicht erwischt. Ich hab's nicht erwischt. Moment, aber... Nee, doch, die dreht mich auf den Kopf. Die dreht mich auf den Kopf. Das grüne Ding dreht mich auf den Kopf, ja. Aber ich hab sie diesmal nicht erwischt, die Scheide. Ich konnte sie also nicht richtig testen. Scheiße. Okay. Nein, ich hab's wieder nicht gescheit erwischt. Das war viel zu weit links. Ach, Röhren reingehen ist so eine Scheiße. In Röhren reingehen ist so eine Kacke. Du musst genau diese blöde Mitte erwischen. Es ist so... Ah, ich hasse Röhren. Und wieder mein Wunsch, macht Ranken an Röhren, in die man reingehen soll. Das wäre nett. Vermutlich soll es hier zur Schwierigkeit beitragen, aber weiß ich nicht. Alles, was so ein bisschen... Wie sagt man? Ich komm nicht auf das Wort. Wenn Sachen nicht so perfekt funktionieren und es so ein bisschen... Aber ich komme nicht auf das Wort. Wie heißt das? Überlege ich noch, wie es heißt. Nein! Wie heißt das Wort? Wenn es euch einfällt, schreibt es gleich mal in die Kommentare. Dann mich interessiert, ob ihr es gewusst hättet, was ich meine. Also ich suche ein Wort, das beschreibt, dass ein Gimmick nicht so gut funktioniert, dass es mehr so... Also ich will nicht auf RNG hinaus, ne? Es ist so ähnlich wie RNG vom Prinzip her. Einfach, dass man... Ne, das ist so ein bisschen... So, es schwankt. Mal funktioniert es ganz gut und mal weniger. Da sagt man dann, dass es ist. Und ich komme nicht auf das Wort. Es ist... Komm aber noch drauf. Jetzt überlege ich erstmal den Rest des Parts über. Okay, ich muss auf jeden Fall nach oben drücken. Sehr gut. Okay, wie komme ich an den Mond? Nein! Das war frech. Nee, 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 nee. Aber wie komme ich an den Mond? Also in die Röhre komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht hoch. Wie komme ich an den Mond ran? Ja, Moment. Lol. Was ist das denn? Warum ist das da? Ist das irgendwie... Soll das irgendwelche Breaks verhindern, dass man da hochspringen kann oder sowas? Also hier komme ich absolut nicht rein. Das haben wir getestet. Ja, aber wie komme ich an den Mond? Wo, war hier noch irgendwo eine Röhre? Also das da oben ist der Exit. So, aber oben drüber war die Röhre. Die war irgendwie oben drüber. Wie kommt man da raus bei dieser Röhre?
komme auf jeden Fall da auch nicht nach hinter das Ziel. Also hinter das Ziel komme ich auf keinen Fall. Hä? War hier irgendwo noch eine andere Röhre, die ich hätte nehmen können? Wait a moment. Aber es ergibt keinen Sinn, was ich jetzt vorhabe, ergibt keinen Sinn. Ich will es aber mal ausprobieren. Und dann lande ich ja nur wieder hier. Und ich komme nicht bis da ganz nach drüben. Hier unten ist auch nichts. Hä? War hier irgendwo noch eine Röhre, die ich verpasst habe? Kann ich hier hinten raus oder so? Nee. Hätte ich nach hier rausgekommen? Nee. Also ich probiere jetzt mal so ein paar, ja, Ausgänge in Anführungszeichen, aber das wäre ja irgendwie komisch. Das wäre irgendwie ja schon komisch, wenn da irgendwas wäre. Da ist auch nichts. Also wieso sollte da auch was sein? So, das ist. Aber wie komme ich an den Mond ran? Und das sollte nur Deko sein. Und der ist nicht zum Bekommen. I'm confused. I'm confused. Wie komme ich an den Mond an? Jetzt komme ich nicht mehr nach hinten. Aber da war auch keine andere Röhre auf dem Weg, oder? Ich kann mich nicht an eine andere Röhre erinnern. Ach, scheiße. Nee, hier war keine. Nee, hier war keine andere Röhre. Nee. Ich spule nochmal kurz zurück. Ich habe ja mein State. Mal sehen, wenn ich aus der Röhre rauskomme. Ich hoffe, ich kriege das hin. Aber wenn ich das jetzt zu weit zurückspule, bin ich wieder im Level. Da ist eine Tür! Da ist eine Tür dabei! Siehst du, das habe ich nicht realisiert. Da ist eine Tür. Dann muss ich an irgendeiner Stelle nach oben drücken. Ah, ich starte hier wieder sogar. Okay, das macht es noch ein bisschen interessanter. Ich starte hier, wenn ich sterbe. Das ist nur eine, also irgendeine Tür ist da. Kann ich hier vielleicht irgendwie Anlauf nehmen und dann nicht da rauslaufen. Dass ich da irgendwie hochkomme, aber da komme ich nicht hoch. Ich meine, bei Luigi ist eine Tür, aber da komme ich nicht rein.
übelst confused. Na, hier ist eine Tür. Aber die habe ich alle schon ausprobiert. Geh weg. Da ist nichts, da komme ich nicht weiter. Das habe ich auch schon alles ausprobiert. Hier sind auch keine... Hinter einer Säule vielleicht? Kann ich stehen, aber da ist auch keine Tür. Und dann ist dieser eine Block hier, der ist halt mysteriös. Also wieso ist der da? Na, das ist... nichts Besonderes. Wieso ist dieser eine Block da? Ist der wirklich irgendwie einfach ein Break-Ding, dass ich da nicht in das Ding reinspringen kann? Ah, wahrscheinlich... Okay, ja. Ja, weil ich sonst das Ziel wahrscheinlich auslösen könnte. Jetzt probiere ich nochmal die ganzen... Aber das ist zum Beispiel fest. Aber da drin war auch kein Türsymbol irgendwo. Ich konnte ja auch nirgendwo mehr stehen danach. Vielleicht ist es irgendwas, wo wir später einen Tipp durch den Mond-Dings bekommen, durch irgendeinen anderen Mond und wissen dann, was man tun muss. Aktuell weiß ich leider nicht, was ich tun muss. Na gut. Na gut. Dann geht's das nächste Mal hier weiter. Mit dem Level, was ich... Also ich glaube, es kommt das Level, was ich denke. Das wäre nämlich ziemlich cool, weil auf das Level habe ich Bock. Aber wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.